Ich werde euch jetzt erzählen, was ich aus der Politik mitgenommen habe und was ihr davon mitnehmen könnt. Begonnen habe ich 2013 mit der Politik. Damals habe ich mal gesagt, ich will irgendwas machen und bin zur Piratenpartei beigetreten. Davon war ich im letzten Jahr dann auch kurze Zeit im Bundesvorstand, habe da einiges über Politik gelernt, vor allem was man außerhalb des Parlaments machen kann, und habe die Piratenpartei dann aus Gründen verlassen. Das nächste halbe Jahr habe ich dann als Aktivist gelebt, ohne konkrete Organisation, und bin dann irgendwann Mitte vorigen Jahres als ehrenamtlicher Aktivist zu Epicenter gekommen. Meine größten Eigenprojekte waren bisher beim Informationsfreiheitsgesetz. Da habe ich eine 10-seitige Stellungnahme verfasst und beim Bundestrojaner eine 20-seitige und mich auch außerhalb dieser Stellungnahmen engagiert zu dem Thema. Also was kann man jetzt machen? Die erste Frage ist, wie gehe ich vor? Welche Möglichkeiten, Methoden hat man als unabhängiger Aktivist? Und was ist der Einfluss letztendlich? Was kann ich wirklich bewirken? Wie gehe ich vor? Man braucht einmal das Thema, ein Ziel, was will ich in dem Thema erreichen? Ich muss wissen, wen muss ich dafür beeinflussen? Und eine Geschichte darum erzählen, ein Narrativ aufbauen. Das Thema. Netzpolitik allein ist jetzt ein bisschen allgemein. Vielleicht noch was mit Privatsphäre, dann wird es schon konkreter. Wenn man dann weiß, ich will jetzt zur E-Privacy Regulation aktiv werden, dann hat man schon ein ganz konkretes Thema. Ziel. Die erste Überlegung beim Ziel ist, wie würde es ideal ausschauen? Was wäre mein idealer Wunsch, wenn die Welt ideal wäre, wie das Gesetz ausschauen sollte? Dann beginnt man davon rauszustreichen, was jetzt eher nice to have ist, und reduziert es auf die wichtigen Kernthemen. Man bewertet dann, was wäre mir wichtiger davon, und findet am Ende dann den Hauptgesichtspunkt des Gesetzes. Ebene. Wen muss ich beeinflussen? Ich muss mir überlegen, auf welcher Ebene spielt das Ganze ab. Ist das auf Gemeindeebene? Ist das auf Bundesebene? Auf EU-Ebene? Oder betrifft es vielleicht sogar die ganze Welt? Ich muss mir anschauen, wo ist es jetzt gerade im Prozess? Entschuldigung, ich muss mein Handy ausschalten. So, ich muss mir anschauen, wo ist es gerade im Prozess, welche Personen sind dafür verantwortlich, wer wird da zukünftig im Prozess noch involviert sein, welche Minister, welche Nationalratsabgeordneten, in welchem Ausschuss wird das stattfinden, welche NGOs sind darin aktiv, welche Behörden wird es betreffen, damit ich mit all diesen Stakeholdern Kontakt halte, damit ich auf all diese Stakeholder einwirken kann, damit ich genau weiß, wen ich beeinflussen muss, damit das Gesetz am Ende so ausschaut, wie ich es gern hätte. Weg des Gesetzes beginnt normalerweise mit der ersten Konsultation, in Österreich eher selten angewandt. Auf EU-Ebene findet das bei so gut wie jedem Vorhaben statt, dass als erstes abgefragt wird, ja, was können wir zu einem Thema überhaupt machen, was will die Bevölkerung dazu überhaupt? Darauf basierend wird dann ein erster Vorschlag ausgearbeitet. In Österreich machen das meistens die Ministerien. Beginnen dann die Begutachtung, das ist in dem Fall die zweite Konsultation. Und da kann schon jeder Bürger, jede NGO, jede Behörde, jede Firma, kurz jede natürliche und juristische Person dazu Stellung nehmen und genaue Punkte angreifen an dem Gesetz oder auch konkrete Vorschläge machen. Daraufhin wird es dann überarbeitet. Meistens nur kleine logistische Änderungen ohne wirklichen
Inhalt. Hin und wieder passiert es, dass ein Absatz dazugefügt wird. Ist zum Beispiel bei der Elektrotechnik-Normungsnovelle passiert. Da haben sie einfach was vergessen. Und ganz selten wird ein Gesetz größer überarbeitet. Zum Beispiel beim Staatsschutzgesetz passiert, aber leider auch nicht in genügendem Maße, sodass es noch immer grundrechtswidrig ist, weshalb es jetzt auch vor dem Verfassungsgerichtshof steht. Danach wird es ins Parlament geschickt. Dort kommt es in den Ausschuss, dort wird wieder darüber debattiert. Man kann möglicherweise über Oppositionsanträge nochmal was verbessern, bis es dann zum Beschluss im Plenum kommt. Wichtig ist immer zu beobachten, welche Personen sind jetzt gerade relevant. Das heißt, wer sitzt jetzt im Ausschuss, davor welcher Minister, vielleicht sogar den Ligisten persönlich. Was ist das Spiegelministerium? So. Jetzt haben wir die Grundlagen erarbeitet. Jetzt kommt der interessante Part. Da, wo man wirklich kreativ werden kann, da, wo es Brainstorming gibt, da, wo man herausfindet, ja, mit diesem Narrativ bekomme ich die Politiker auf meine Seite. Zum Beispiel der Sobotkas Plan zum Abbau der Grundrechte. Da bekommt man zwar nicht den Sobotka auf seine Seite, aber möglicherweise andere Politiker und ziemlich sicher die Bevölkerung. So, welche Möglichkeiten gibt es jetzt, dass ich das alles umsetze, was ich mir jetzt angeeignet habe? Das Logischste wären Abstimmungen, Wahlen, Nationalratswahlen, finden aber nur alle 5 Jahre statt, da ist der Einfluss nicht besonders groß. Unterschriftenlisten beginnt bei dem großen Volksbegehren, gibt aber auch kleinere Formen. Demonstrationen der verschiedensten Art und sonstige Formen. So, Abstimmungen, Wahlen finden jetzt nicht nur bei der Nationalratswahl statt, sondern auch in irgendwelchen Standesvertretungen wie Gewerkschaften oder der Arbeiterkammer und natürlich auch in Vereinen. Wenn ich jetzt in meiner Gemeinde den Sportplatz renoviert haben will, sollte ich vielleicht auch den dortigen Sportverein davon überzeugen. Volksabstimmungen passieren relativ selten, ebenfalls Volksbefragungen. Unterschriftenlisten. Es gibt natürlich das große Volksbegehren, braucht man ziemlich viele Unterschriften. Es gibt aber auch 2 kleinere Möglichkeiten, die im Nationalrat behandelt werden. Das sind die parlamentarische Petition und die parlamentarische Bürgerinitiative. Die parlamentarische Petition wird von einem Nationalratsabgeordneten einberufen und darauf kann dann jeder Bürger und jede Bürgerin online dazu Stellung nehmen. Bei der Bürgerinitiative passiert das aus der Bevölkerung heraus, da braucht es 500 Unterschriften auf einer Liste und dann kann ich das in den Nationalrat einreichen, wo es dann in einem Ausschuss behandelt wird. Das ist der Ausschuss für Bürgerinitiativen. Und der hat dann 3 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, Stellungnahme von einem Ministerium einzuholen. Passiert bei fast jeder Bürgerinitiative. Die zweite Möglichkeit ist, dann zu schubladisieren, sagen, ja, wir haben es zur Kenntnis genommen. Das ist der traurige Alltag. Und hin und wieder passiert es aber trotzdem noch, dass eine Bürgerinitiative zu einem Ausschuss weitergeleitet wird, wo sie dann behandelt wird, möglicherweise sogar in einen Beschluss endet oder in einen Entschluss. Online-Petitionen, die haben keine wirkliche Rechtsgrundlage, das heißt, sie werden nicht verpflichtend im Nationalrat behandelt, erfüllen aber trotzdem ihren Zweck, weil zumindest Medien sehen, ja, so viele Personen haben dafür schon unterschrieben, die Personen stehen hinter mir, hinter meinem Anliegen, ich bin jetzt nicht der einfache Spinner, der zum Nationalratsabgeordneten kommt mit irgendeinem komischen Anliegen, das heißt, dieses Anliegen hat wirklich einen Rückhalt auch bei anderen Personen. So schaut eine parlamentarische Bürgerinitiative dann aus. Da kann man dann zustimmen. Darunter sieht man schon die Stellungnahmen, die dazu eingeholt worden sind. Das ist eine typische Online-Petition, die damals zum Staatsschutzgesetz vom damaligen AK-Vorrat, jetzt Epicenter Works, durchgeführt wurde. So, Demonstrationen. Es gibt die Großdemonstrationen, war zum Beispiel die Refugees Welcome Demo
am Heldenplatz passieren relativ selten. Die Abgrenzung ist auch etwas flüssig zu den regelmäßigen Demos wie eine Regenbogenparade oder eine Hanfwandertag. Meistens bekommt man aber jetzt nicht so an die 1000 Personen oder mehr zu einer Demo, sondern es gerade mal 10, 20. Da empfiehlt es sich dann eher, eine Bilder- oder Mediendemo zu veranstalten, wo es mehr darum geht, durch eine schöne Aktion etwas journalistisch Wertvolles zu bringen, das dann auch in die Medien kommt. Da bin ich auf einer größeren Demo, das war die Hanfparade damals, auch wenn die Regenbogenflanne umhängt. Und das ist dann eine, das ist dann eine typische Mediendemo. Sonstige Formen. Ja, die parlamentarische Stellungnahme habe ich schon angesprochen. Eins meiner Lieblingsthemen, weil ich mich damit viel beschäftige. Andererseits, die Wirkung davon ist auch eher fraglich. Oft liefert man dann nur die Argumente, damit die Ministerien wieder ihre eigenen Gesetze vertreten können. Ist aber wichtig, weil Journalisten drauf schauen und immer wieder darüber berichten, was in diesen Konsultationsprozess, in dieser Begutachtung eingebracht wird. Offene Briefe, Leserbriefe, mit Medien kommunizieren, das Auskunftspflichtgesetz, das ist so das aktuelle Gesetz, um von Behörden Informationen zu bekommen. Leider sehr mager, aber man kann zumindest damit kämpfen. Und natürlich Gespräche mit Politikerinnen führen. So schaut das dann mit den Stellungnahmen aus. Da wird am Parlament angezeigt, wer hat da alle Stellung genommen. Und das ist eigentlich mehr wie ein Brief. Fragt den Staat.at. Ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt, da wird über das Auskunftspflichtgesetz, kann man da ganz einfach Anfragen an alle Ministerien stellen, sind teilweise auch schon Gemeinden eingetragen, wie Graz oder meine eigene, weil ich da selbst auch schon Anfragen gestellt habe. Und hin und wieder interessante Dinge, die man erfährt. Man kann Daten, die man daraus erfährt, auch wiederum bei einer Stellungnahme zum Beispiel einbringen. Ja. Gespräche. Im Moment ist gerade die Kampagne Überwachungspaket.at aktiv, bei der man sich ansehen kann, welche Politiker sind zuständig und man direkt in ein Gespräch mit ihnen kommen kann, indem man sie anruft. Da gibt es ein super Telefonmenü, das einen durchführt, auch mit Argumenten und Hilfen. Wenn man eine kritische Masse überzeugt im Parlament, können Gesetze gekippt werden. Das passiert dann innerhalb vom Club, dass es eine Eigendynamik entwickelt und dann gekippt wird. In Österreich ein seltenes Vorkommen, auf EU-Ebene kommt schon öfters vor. Auf EU-Ebene, dadurch, dass auf EU-Ebene sind solche Bürgerinitiativen meistens erfolgreicher. Da kann man noch mit den Politikern reden. Was sind die realen Auswirkungen? Wie schon gesagt, meistens nur kleine logistische Änderungen, seltener kleine Bedeutungsveränderungen. Es kommt zum Beispiel vor, dass das Außenministerium Stellungnahme bezieht, ja, dieses Wort hat völkerrechtlich auch eine andere Bedeutung, könnten wir da bitte das als Ersatz nehmen und das zuständige Ministerium entscheidet dann ja, nein, vielleicht und schreibt es um. Absätze hinzufügen, wie gesagt, kommt vor beim bei der Elektrotechnik. Normungsnovelle ist es vorgekommen. Das hatte den Grund, sie haben vergessen, dass ein Ministerium auch eine Norm verpflichtend machen können soll und das wurde in praktisch jeder Stellungnahme von jedem Stakeholder kritisiert. Eine Gesamtänderung oder ein Rückzug, fast gar nicht. Beim Bundestrojaner haben wir es geschafft, aber das war dann doch kein Rückzug, sondern eine Hinauszögerung bis jetzt. Denn jetzt hat es ja der Sobotka und der Brandstätter wieder vorgeschlagen. Nur mit kleinen Schritten kommt man ans Ziel. Man kann immer nur eine Kleinigkeit verändern. Oft sogar Rückschläge, wie beim Staatsschutzgesetz. Aber den kann man wieder aufheben mit genug Engagement. Danke.
Fragen? Keine Fragen? Nur eine Frage, weil du hast das Wort erwähnt, aber ich wette, das weiß keiner. Und zwar kannst du vielleicht kurz erklären, was ein Spiegelministerium ist. Ja, da wir in einer Zweierkoalition sind, gibt es im Moment zu jedem Ministerium ein Spiegelministerium. Das bedeutet, wenn das eine Ministerium was macht, muss das andere zustimmen, damit beide Koalitionspartner für etwas zugestimmt haben. Beim Bundesministerium für Justiz ist das zum Beispiel das Gesundheitsministerium. Das bedeutet, der Bundestrojaner liegt im Moment beim Gesundheitsministerium. Der Virus beim Gesundheitsministerium. Die Frage, die ich gerne stellen würde, wäre, du hast jetzt ja bewusst den Fokus drauf gelegt, was kann eine Einzelperson machen. Mich würde dann schon ein bisschen interessieren, was ist eigentlich deine Motivation, da quasi Einzelkämpfer zu sein? Und zweitens, anschließend, gleichzeitig hast du aber gleich zu Beginn gesagt, dass du dann trotzdem eigentlich meistens irgendwie Mitstreiter in organisierter Form irgendwie gesucht hast, also von der Piratenpartei jetzt zu Epicenter. Also diese zwei kurzen Fragen bitte. Genau, mein Einstieg, der lag daran, dass ich glaubt habe, ja, als Einzelner kann man nichts machen. Da habe ich nur die Parteienpolitik gesehen, da habe ich noch nicht einmal was gewusst von richtiger NGO-Politik. Hat sich dann natürlich geändert. Dann habe ich als Einzelkämpfer gekämpft und bin irgendwie zu Epicenter reingerutscht. Das heißt, wenn man sich genügend engagiert, wird man dann auch gesehen von den Menschen. Und im Team ist es natürlich immer leichter, weil man sich auf einzelne Punkte spezialisieren kann. Und nur als Bewegung kann man gegen den starken Politiker sozusagen ankämpfen. Mir fällt da auch noch was ein. Du hast einen offenen Brief. An wem schicke ich den? An die Redaktion kann ich bald einen Brief schreiben. Aber wem schicke ich wie einen offenen Brief? Na, erstens einmal schickt man den Brief richtig als Brief auch weg. Und das zweite ist natürlich veröffentlichen auf der eigenen Seite und als Pressemitteilung. Auf allen Kanälen sozusagen raus damit. Du hast gesagt, gegen Politikerinnen ankämpfen. Hast du auch schon andere Erfahrungen gemacht, wo du sie vielleicht briefen musstest oder wo es irgendwie andere Wege gibt? Kommt natürlich vor, dass im Vorfeld eines Gesetzeswunsches Politiker schon auf einen zukommen. Bei den Stellungnahmen wird man zum Beispiel auch dazu eingeladen. Da werden immer auch 2-3 NGOs eingeladen. Auf EU-Ebene kommt das öfters vor. Da passieren öfters solche Gespräche. Aber ja, vor allem mit der Opposition hat man dann auch oft gemeinsame Gespräche, sodass man gemeinsam mit ihnen weiterkämpft. Okay, also du nimmst es mehr als Kampf wahr, die aktuelle Lage. Ja. Leider. Und was würdest du dann eher empfehlen, also sich einer Organisation anzuschließen oder zu schauen, dass man selber auch was bewirkt? Ich würde mich im Endeffekt einer Organisation anschließen, einfach weil man dann nicht auf sich allein gestellt ist, weil man dann die Schwächen ausgleichen kann, weil das einfach effektiver ist. Aber man kann sich eben auch als Einzelner engagieren. Gibt es noch weitere Fragen? Dann danke vielmals für deinen Vortrag. Danke.